Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach die Double Pack Taschen bekommen könnt. Ja, ihr könnt euch die Double Pack in fast allen Farben online holen. Die Farben, die ihr jetzt nicht kennt, ist auf jeden Fall diese OG Double Pack und die weiße Double Pack, die könnt ihr euch leider auch nicht online holen. Ansonsten könnt ihr euch so ziemlich alle Farben online holen, auch die Camo Double Packs und ja. Alle Double Pack Jobs, die werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Ihr braucht dafür einfach nur die Hilfe von einem Freund, der euch ja, den Job hostet oder ihr hostet den Job. Das heißt, der Host bekommt immer die Zune Double Pack, die große. Und ja, der Freund, der beitritt, der bekommt dann die offene kleine Double Pack. Und ja, wenn ihr euch einen Job markiert habt und einen Freund habt, dann können wir auch schon direkt durchstarten. So, mein Freund hat mich eingeladen. Also ich für meinen Fall möchte mir jetzt die offene blaue Double Pack holen. Das heißt, dann muss mein Freund mich einladen. Ja, einfach den Job starten. Und ja, sobald wir jetzt im Job spawnen, dann sofort das Interaktionsmenü öffnen. Dann gehen wir auf Stil. Dann gehen wir runter auf beleuchtende Kleidung. Und dort bei beleuchtende Kleidung einfach 30 Sekunden lang switchen. So, habt ihr das dann 30 Sekunden lang gemacht, dann können wir den Job einfach ganz normal über das Handy verlassen, wart mal, bis wir in die Open Lobby gezogen werden. Und ja, jetzt braucht ihr am besten irgendwie entweder ein Oppressor MK2, Oppressor MK1 oder irgendein Helikopter, denn jetzt müssen wir uns die Double Pack einmal abspeichern. Wir begeben uns einmal zum Strand in der Nähe vom Maskenladen. So sind wir dann da beim in der Nähe vom Maskenladen angekommen, einfach eine entsprechende Höhe gewinnen. Dann springen wir einfach von der Oppressor MK2 ab, öffnen den Fallschirm und nun müssen wir einfach ja, vor dem Maskenladen landen. Und zwar einfach so vor dem Maskenladen landen, dass wir sofort Steuerkreuz nach rechts drücken können und dann im Menü drin sind. So. Okay, einfach direkt davor landen, direkt Steuerkreuz nach rechts spammen. Wunderbar, dann sollten wir auch ins Menü kommen. Dann drücken wir auf Viereck, speichern das Outfit dann einmal ab. So, dann bestätigen wir das einmal. Ihr werdet dann jetzt ohne Double Pack spawnen, das ist überhaupt gar kein Problem. Dann gehen wir einmal ins Interaktionsmenü, suchen uns dann einmal das Outfit raus, was wir uns gerade abgespeichert haben. Und ja, Leute, ihr seht, die Double Pack haben wir jetzt auf unserem Outfit und abgespeichert. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es jetzt sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.